und schneller als sonst, weil ich nämlich Eis hinten im Kofferraum habe. Eis, Eis, Baby. Ding, 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 ding. Peace. Herzlich willkommen bei mir auf dem Knoll. Fockerchens Heimfahrt. 37, glaube ich. Ich komme jetzt gerade von der Arbeit. Es hat 32 Grad. Jetzt war ich gerade einkaufen. Einkaufen laufen und jetzt fahre ich nach Hause. Und schneller als sonst, weil ich nämlich Eis hinten im Kofferraum habe. Eis, Eis, Baby. Ding, 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 ding. Ja, Vorgängens Heimvorteil 37. Soll es nicht stimmen, steht da oben eine andere Zahl. Beim Discounter um die Ecke ist viel los. Und ja. So, jetzt. Um was geht's heute? Heute geht's um Berlin. Ein kleiner Rückblick und eine Gehirnaktivierung vielleicht. Vielleicht nennen wir es so. Keine Ahnung. Man muss ein bisschen nachdenken nach Berlin. Heute mal wieder unterwegs mit meinem Soul und nach einem ganzen Wochenende Kona ist das wieder eine Umstellung. Soul ist immer noch ein fantastisch geiles Auto. Huch, ich habe fantastisch gesagt. Ja, also wirklich ein tolles Auto und der Unterschied zum Kona ist aber schon extrem. Reichweitentechnisch natürlich, ganz klar. Aber auch so von den ganzen Assistenzsystemen ist das schon ein großer Unterschied. Berlin, wie war Berlin? Berlin war Stress pur. Ich wohne in einem Dorf, das ist nicht groß, das hat nicht einmal 300 Einwohner. Und wenn ich mittlerweile in die Stadt fahre, auch in Amberg, und es sind mehr wie drei Autos an der Ampel, dann ist das für mich schon Stau. Das Berlin war natürlich extremst. Erst einmal kann ich mich nicht daran gewöhnen, dass es Leute gibt, die mitten durch die Stadt mit gute 100 Stundenkilometer fahren, weil sie irgendwelche Polokisten haben. Und die meisten sind irgendwelche 63er AMGs, obwohl es nicht einmal mehr 63er sind. Und die fahren da durch. Die kennen kein Gut, kein Böse, das ist abartig. Polizist dürfte nicht sein dort, weil ich muss jetzt 15 Minuten, nachdem ich mein Dienst angetreten habe, schon wieder Munition nachfordern. Ich würde einfach die Reifen zusammenschießen, glaube ich, also nicht mehr normal. Zur Polizisten sage ich jetzt dann auch gleich noch was. Ja, das war am ersten Abend, ja, dann sind wir gemütlich essen gegangen mit dem Steve. Hi Steve, falls du das siehst. Danke nochmal für den netten Empfang. Und dann ist am anderen Tag gleich losgegangen. Das Video habt ihr ja schon gesehen und wenn nicht, dann verlinke ich es hier oben nochmal. Hier oben. Und was wir dann da erlebt haben, hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht. Ich meine, das waren um die 500 Autos. Und wir haben da wirklich ganz Berlin, die Innenstadt, lahmgelegt. Ob das jetzt gut war oder schlecht war, eigentlich hätte es nicht gebraucht, mal ganz ehrlich sagen. Ich bin mir dann schon zum Schluss, ist es dann schon so gewesen, dass ich teilweise nicht einmal mehr hochgeschaut habe und du hast die Leute nicht mehr in die Augen schauen können, die da an der Kreuzung standen sind und weiter wollten. Ich kann völlig verstehen, dass die Leute irgendwann mal austicken. Wenn die an der Ampel stehen, die schalten um auf Rot und Grün und Rot und Grün und du kannst den fahren, weil er immer wieder auch bei Rot dann die Autos durchfahren. Es ist eine Demo, die war angemeldet. Das heißt, mit Polizei, Eskorte, das heißt, du darfst da durchfahren. Aber es
war heiß, es war auch, glaube ich, 34 Grad. Die Leute, die sind im Auto gehockt. Hinten haben sie gehupt ohne Ende. Es bringt nichts, wenn man hupt. Wenn der vorne nicht fahren kann, dann kannst du hupen, wie du willst. Ich wäre gern ein paar Mal ausgestiegen und hätte gesagt, wenn du noch weiter hupst, dann reiße ich dir die Hupe raus und dann kannst du weiter hupen. Ja, es hat mich aggro gemacht. Also wirklich, die Fahrt durch Berlin hat mich aggro gemacht, auch im Konvoi. Die Polizei hat einen wirklich fantastischen Job gemacht. Die haben da mit ihren kompletten Monturen und Leder und Helm und mit den Motorrädern sind da rumgefahren und haben sich mit Leuten wirklich abficken müssen, dass es für mich unvorstellbar, wie man Polizisten so anreden kann. Und die lassen sich das gefallen, was wollen sie machen? In Bayern, wenn du so mit einem Polizist reden würdest, würdest du innerhalb von, keine Ahnung, 15 Minuten wahrscheinlich in der Zelle aufwachen. Völlig unbegreiflich, wie man so mit Leuten, ob das jetzt Polizisten sind oder nicht, dass man mit Leuten so reden kann, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Gut war, dass die ganze Fahrt eigentlich sehr gut organisiert war. Robin, toll gemacht. Hat auch dunkle Seiten gegeben, ja, aber ich wundere mich nicht, wenn da 700 Fahrzeuge quer durch Berlin fahren. Mich wundert es überhaupt, dass es so gut geklappt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, die Polizisten haben einen verdammt guten Job gemacht. Es war schweineheiß, das war übel. Die haben wirklich rote Köpfe gehabt. Die, nachdem wir dann wieder da waren, haben die sind dann rausgefahren und haben erst einmal ihr Topcase aufgemacht und haben ihr ganzes Topcase mit den Flaschen, die da drin waren, erstmal komplett leer getrunken, verstehe ich voll und ganz. Ich habe mich dann mit ein paar unterhalten, weil ich gefragt habe, wie schaut das aus, seid ihr jetzt extra wegen uns da oder hättet ihr sowieso Dienst gehabt? Und dann haben sie gesagt, nein, die hätten sowieso Dienst gehabt, aber sie hätten halt jetzt halt ja, normale Verkehrskontrollen, Straßenkontrollen gemacht und so fahren sie halt jetzt da so quer durch die Stadt mit. Das hat ihnen eigentlich wenig ausgemacht oder weniger ausgemacht. Ein Polizist ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, sind Sie auch mit so einem E-Auto da? Ich sage, ja. Aha. Und Sie meinen, Sie tun was Gutes für die Umwelt? Ich sage, ich fahre Auto, ich tue überhaupt nichts Gutes für die Umwelt. Ist egal, welches Auto du fährst. Der eine macht ein bisschen mehr kaputt, der andere macht ein bisschen weniger kaputt. Vielleicht an einer anderen Stelle, aber Mobilität ist nicht gut für die Umwelt. Egal welche, habe ich aber auch schon gesagt. Ja, weil die meisten meinen, die tun was Gutes für die Umwelt und dann produzieren es 17 Tonnen CO2, wenn es den Akku herstellen. Das war wieder dieses typische 17 Tonnen Gerede. Und dann habe ich gesagt, ja, die Schweden haben das selber schon revidiert und es ist schon ein paar Mal revidiert worden und auch ja, bewiesenermaßen im Endeffekt zurückgenommen worden und so. Und da wollte man eigentlich nur ein bisschen reden, aber die Staffel ist dann weitergefahren, die ist dann losgefahren und der hat dann losfahren müssen. Schade. Waren wirklich nette Typen. Wirklich klasse. Falls es einer sieht vor der Polizei und falls es einer sieht, der da vielleicht sogar dabei war, Respekt von mir. Ich könnte es nicht. Und wirklich klasse. Chapeau, ich ziehe den Hut. Hat diese Parade jetzt Sinn gemacht? Ich meine, das Motto war, so leise war deine Stadt noch nie und in dem Video habe ich ja extra keine Musik Hintergrund gemacht, wie wir da so rumgefahren sind, weil es sind ja schon ein paar Videos online und da hat es halt geheißen, ah, schade, dass du Musik eingespielt hast, es wäre ohne Musik viel besser gewesen, da hätte man nämlich gehört, dass man nichts hört und das habe ich auch gemacht, das habe ich beherzigt. Und ich glaube, das ist ganz gut geworden, weil man hört wirklich so gut wie nichts, außer Windgeräusche. Es gibt viele Leute, die haben am Straßenrand, hast du es ja auch gehört, was sie reden. Ein paar waren begeistert. Ein Vater war mit Sohn da und der Sohn hat so geschaut und der Vater hat so gedeutet und gesagt, schau mal, das sind alles E-Autos, cool. Und der Sohn, oh. Also die war begeistert. Es gab aber auch welche, die gesagt haben, schau hier, da wollen sie was für die Umwelt tun und da hockst du teilweise allein oder maximal zu zweit in dem Auto drin. Ja, Mobilität ist grausam, Mobilität ist nicht gerecht. Ja, natürlich fahren wir oft allein, wie ich jetzt hier auch. Dafür habe ich euch dabei jetzt. Im Schnitt so um die 3000. Die, die in das Auto reinpassen, wundert mich. Ja,
diese Fahrt hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Zum Nachdenken, weil ist die E-Mobilität, so wie wir sie machen, so wie wir sie haben, so wie wir sie leben, auch wirklich zukünftig noch machbar? Ich denke ja, weil, wie es jetzt bei mir ist im Dorf und ich fahre halt arbeiten und hin und her und wunderbar, das haut alles wunderbar hin, aber in Städte oder in Megastädte wie Berlin, keine Ahnung, Hongkong, Tokio, weiß der Teufel wo, New York, also wirklich die Weltstädte, und dazu zähle ich jetzt mal Berlin, da macht es selbst mit E-Autos keinen Sinn. Klar wird dann die Fahrerei leiser und das ist alles angenehmer und ja, die Luft ist angenehmer, es ist einfach so. Und die Leute haben das ja mitgekriegt, gerade beim Checkpoint Charlie, wenn wir da so durchgefahren sind, die haben das einfach mitgekriegt, wie leise plötzlich das alles geworden ist, als da diese Autos durchgefahren sind. Problem ist, dass die Verbrenner natürlich an der Ampel stehen, an der Kreuzung stehen, gegenüber, die kommen nicht weiter und die haben natürlich alle geguckt, wie die naschen. Und das hat natürlich wieder sehr viel kaputt gemacht, bis auf ein paar Stellen, wo wir wirklich allein waren. Und dementsprechend hat man wahrscheinlich nicht viel davon gehört, dass man nichts hört. So. Für mich war es dann so, ich habe mich dann mit meiner Frau, wie wir heimgefahren sind, am anderen Tag wirklich lang unterhalten, haben wir eine lange Zeit gehabt. Und haben wir gesagt, hat das jetzt wirklich Sinn gemacht? Ich denke, dass wir mit diesem Konvoi, mit dieser Demo, so wie es jetzt aufgezogen war, ich weiß nicht, wie es letztes Jahr war, da war es angeblich ein bisschen besser, weil man zu zweit nebeneinander war und die ganze Schlange nicht so lang und du das alles nicht über ja, halbe, dreiviertel Stunde komplett lang gelegt hast. Auch wenn es immer heißt, ja, eine Demo muss wehtun, nein, muss eigentlich, eine Demo muss nicht wehtun, eine Demo muss aufmerksam machen und positiv aufmerksam machen. Und wenn sie negativ aufmerksam macht, so wie es wir gemacht haben, muss ich schon sagen, glaube ich, hat die E-Mobilität da einen Kratzer wegbekommen. Das ist meine Meinung. Könnte eine andere Meinung sein, schreibt es einfach runter, aber bleibt sachlich, weil wir sind alles erwachsene Leute. Macht es Sinn, mit so vielen Autos durch die Stadt zu fahren und eine Demo zu machen? Nein, macht keinen Sinn. Deswegen tue ich mich auch schwer, dass ich nächstes Jahr das Ähnliche wieder mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht es Sinn, uns zu zeigen? Ja, natürlich. Macht die Mobilität mit Autos in der Stadt auf Dauer Sinn? Nein, macht es nicht. Und es ist egal, ob das Verbrenner sind oder E-Autos. Es muss eine andere Möglichkeit gefunden werden, in solche Städte mobil zu sein. Es gibt Möglichkeiten, ja, und es kommen jetzt immer mehr Möglichkeiten, ja, und die werden definitiv elektrisch sein, ob das jetzt elektrische Roller sind, ob das so, wie heißen es jetzt, die Drehroller, die Kickroller, die elektrischen und so weiter. Wir waren dann auf dieser Urban Mobility Show Veranstaltung, da ging es ja wirklich nur um die Mobilität im urbanen Bereich. Und da waren halt sehr viele, und das sieht man auch im Video, sehr viele Kleinfahrzeuge. Also Klein- und Kleinstfahrzeuge, wie jetzt zum Beispiel eben solche elektrischen Roller oder auch so kleine Fahrzeuge, wo man dann zu zweit halt fahren kann und so weiter. Also ich glaube, dass das eher Sinn macht als mit einem Auto. Mobilität und vor allem die individuelle Mobilität, da habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das ist auch nicht so besonders gut angekommen, ist in den Städten definitiv an der Grenze angelangt. Es kann nicht mehr werden. So wie wir es jetzt machen mit Autos. So, ich bin's wieder. Entschuldigung die Störung. Mein Handy hat gerade angezeigt, iPhone muss erst abkühlen, um es weiter benutzen zu können. Das heißt, ihm war es zu heiß. Ja, vielleicht war das Thema zu heiß, das ich gesagt habe oder angesprochen habe. Wobei ich stehen geblieben? Ja, es geht im Endeffekt um die Individualitäts- oder Individualmobilität in den Städten. So wie wir es jetzt machen mit den Autos, macht es keinen Sinn. Ganz einfach. Es macht keinen Sinn, die Stadt mit noch mehr Autos zuzustopfen und es ist egal, welches Auto. Also eine Mobilität in der Stadt muss anders ausschauen in Zukunft. Ob das
Robotertaxis sind, ob das Taxis allgemein sind, ob das Busse sind, ob das Bahnen sind. Diese öffentlichen Verkehrsmittel müssen ausgebaut werden und dann natürlich auch sinnvoll ausgebaut werden. Ob man die natürlich dann elektrisch macht, das ist natürlich wieder eine andere Sache, das befürworte ich natürlich. Aber eigentlich macht es so keinen Sinn. Die Autos stopfen die Stadt voll, egal ob sie parken, ob sie fahren, es ist völlig egal. Wir könnten gerade in den Städten den Raum für viel Besseres brauchen, als für Autos hin und her fahren. Und konsequent wäre Autoverbot in der Stadt. Ganz einfach. In Oberstdorf geht es auch. Kann man es nicht vergleichen, das ist schon klar, aber da sind auch viele Leute drin. Da möchte ich mal ein Video machen, weil ich komme aus der Nähe von Oberstdorf. Ich habe schon mal in Sandhofen gewohnt und daher kenne ich Oberstdorf. Und ich weiß, dass es da über mehrere Jahre, Jahrzehnte eigentlich schon, sehr gut funktioniert. Wie gesagt, man kann es nicht vergleichen von der Größe her, aber da muss man sich was einfallen lassen. Ich, wenn in Berlin wohnen würde, ich hätte definitiv kein Auto. Ich müsste dann schon 150 Kilometer irgendwo arbeiten, dass ich dann hin und her fahre und selbst dann muss ich mir überlegen, wie ich es mache, aber so macht das keinen Sinn. Das ist zu viel und das habe ich in der Parade gesehen, das ist zu viel, das haut nicht hin und da helfen E-Autos auch nichts. Für die Atmosphäre in der Stadt, für die Luft, für die Geräuschentwicklung ja, aber eigentlich sind E-Autos in der Stadt, in so einer Großstadt, genauso unsinnig wie jedes andere Auto auch, vielleicht nicht ganz so unsinnig, aber da muss was geschehen. Schreibt es runter in die Kommentare, was ihr davon haltet. Entschuldigung, dass das jetzt die letzten 3 Minuten ein bisschen wackelt. Aber ich wollte das Video noch unbedingt zu Ende machen. Schreibt es mir runter, was ihr davon haltet. Aber wie gesagt, bleibt es locker. Also so bashen ist ein Schmarrn. Wir sind erwachsene Leute, wir können darüber reden. Und wir sehen uns. Servus sagt locker, euer Fokker.